kommen wir hier zurück zu einer kleinen Runde von Mafia. Wir sind heute mal hier unterwegs und sollen mal hier unten jemanden töten. Genau zu sein ist das der Nestor Ruke. Was? Finde ihn und töte ihn für Vito. Achso, für Vito. Also Vito Skeletor, wer ihn noch kennt. Scheint sich verlaufen zu haben. Ich bin festgenagelt. Ich hatte Licht. Ja, das war nicht ganz so schlau. Stirb endlich, Arschloch! Keine Munition mehr. Das war's schon. Ziemlich wenig, oder? Ja, ein bisschen Geld hier. Das haben wir eben mal schnell für Vito gemacht. Ist ja kein Problem. Und wir fahren jetzt... Achso, wir müssen jetzt zum Vito sogar fahren. 900 Meter. Das ist ja fast so viel, wie ich im Marathon laufe. Hust, hust, hust. Die sind sogar auf der Suche nach mir. Ja, wir kommen wieder erstmal hier zurück zur neuen Folge. Und ich weiß nicht, wann dieser Part kommt. Ich kann hier leider auch jetzt nicht sagen, ja, hey, heute kommt dies und das noch dazu. Denn ab sofort kommen erste Mal wieder mal zwei Videos pro Tag. Wow, das schafft der Menzi. Ja, das schafft der gute Menzi. Dadurch, dass ich ja nicht viel schneide oder viel bearbeite die Videos, schaffe ich dann doch zwei Videos am Tag. Beziehungsweise ich möchte die beiden Videos gerne schaffen, weil... Das eine ist so ein Projekt, wo ich mir immer sage, jo, die machen mir extrem viel Spaß. Zum Beispiel jetzt Mafia und so. Aber dann gibt es noch Projekte, die wurden sich gewünscht. Das bedeutet, wie zum Beispiel eben COD oder Portal, die relativ gut ankommen und sich auch mit gewünscht worden sind im Streams. Und deswegen auch die... Ja, dieses Zweitprojekt-Verfahren. Ich habe mir so gedacht, jo, wird wohl irgendwie klappen. Wenn es nicht mehr klappt, dann klappt es eben nicht, dann kommt eben ein Video pro Tag. Bin mal gespannt, für wie lange das jetzt so klappt. Und gucken, was Video jetzt so sagt, dadurch, dass wir den jetzt mal gekillt haben. Aber mal so ein bisschen Schrott in die Fresse geballert haben. Geh zum Video ja immer noch zurück. Ich hoffe, Vito sagt, ja, hier kriegst du eine halbe Million, kannst du was dafür kaufen. Hallo, Vito. Das super, wie du den letzten Arsch auf meiner Liste gekillt hast. Könnte sich langsam auszahlen, dass du mit Lucky angefangen hast. Alle möglichen Bastarde kriechen aus ihren Löchern, um dem Dreckschwein die letzte Ehre zu erweisen. Aber mir ist nur einer wichtig. Pauli. Wenn's nach mir ginge, würde der Dreckskerl schön langsam krepieren. Nach seiner Mutti schreien, während ich ihn Stück für Stück filetiere. Mami, hilf mir, Mami, warum tut der böse Mann mir weh? Oh? Du verstehst schon. Lass ihn leiden, Lincoln. Richtig übel. Okay, erledige Paul Bacardi. Wieder 600 Meter entfernt, aber das glaube ich, schneide ich mal kurz heraus. So, da vorne ist Pauli Bacardi. Ach scheiße, gleich egal. Was ich mir jetzt unterwegs mal überlegt habe, ich würde mir so extrem, wenn es nach mir gehen würde, würde ich jeden Chatter, jedes Haus, alles nur Vito Scaletta geben. Weil Vito ist, wie gesagt, ist eigentlich so, Vito habe ich schon ins Herz geschlossen, dadurch, dass er in den letzten Parts schon bei mir war. Also nicht in den letzten Parts, sondern im letzten Spiel schon bei mir war. Und ich den dadurch schon richtig cool finde. Da bist du. Die meisten von euch wissen das schon. Was ist hier los? Wir haben zusammen mit Chicago einen von unseren Jungs gekillt. Er ist nicht sicher hier, was ich mache. Ja, sicher.
Oh, so mit gedötet. Ist so alles klar. Okay, auf mein wie heißt die Assassin? Babam. Mein MG war ja auch ein bisschen futschi. Futschiami. So, da bin ich wieder. Drüben ist der Eingang und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen loslegen. Wen zum Teufel haben wir denn hier? Den ganzen Scheiß haben wir hier. Aussteigen, komm, aussteigen. So, dass ich immer F drücken möchte. Hier drüben ist es auch ruhig. Was ist das denn? So, wir probieren es mal. Das hier ist privat, Ziel eine. Bisschen mit leichten Waffen hier anfangen. Alles. Vor allem, ich finde es immer schön, dass die jetzt schon auf jedenfalls jetzt schon hier liegen, wo sie dann später sowieso begraben werden. Also warum auch nicht? Was war das, bitte schön? Zwei Schüsse und die sind weg. Das finde ich sehr, sehr geil. Komm. So. Komm hoch. Verdammt, ich kann mich nicht bewegen. Ne. Ja, Halleluja, das hat ja lange gedauert. Ist eben die Frage, wo Bacardi ist. Falsches Ziel, Junge. Hört euch, Jungs. Er hat mich hier festgenagt und schnappt. Schätze, ich gehe vor. So schwer kann das Ganze doch nicht sein. So, jetzt, ich hoffe mal zum letzten Mal, die Aufnahme ist nämlich gerade abgebrochen. Pass auf, wo du hingehst. Was glaubst du, wo du hingehst? So. Bisschen viel Rückstoß, aber ich bekomme das glaube ich schon hin. Es ist die Frage, kommt er oben oder unten raus? Ich hab ihn. Bacardi ist tot. Halleluja. So.
raus. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und weg hier. Gut. Dann würde ich sagen, schneide ich mal den ganzen Bart zusammen. Es ist nicht viel passiert heute. Aber dadurch, dass mein PC wieder mal voll ist, würde ich sagen, war es mit diesem Part. Versuche noch einen zweiten Part aufzunehmen. Wenn euch ganz gut gefallen hat, gebt nochmal einen Moment, nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr von sehen wollt oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn das Wort. Ciao, ciao. So, der Part ist doch nie ganz zu Ende, weil ich habe gesehen, wir müssen nochmal zu Video und das will ich noch schnell machen. Du hast noch einen Wichser von meiner Liste geixt. Danke. Hey, was muss man tun, um hier ein Stück vom Kuchen abzukriegen? Denk beim nächsten Treffen an mich, ja? Du hast genug von mir, Junge. So, ich würde mal sagen, das war's mal mit diesem Part. Wenn euch ganz kurz gefallen hat, gebt noch oben nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Nächstes Mal werde ich hier noch einen Zusatzauftrag machen von Bucke. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.